Cyberport präsentiert das neue Google Nexus 9. Die Nexus-Reihe von Google wurde zuerst durch das Nexus 7 aus dem Jahr 2012 so richtig bekannt. Damals bot der amerikanische Hersteller ein sehr günstiges Tablet an, welches jedoch eine Menge Leistung mit sich brachte. Mit dem neuen Nexus 9 erfolgt dieses Jahr jedoch ein Kurswechsel. Sowohl das Nexus 7 als auch das Nexus 10 wurden nun mit einem Schlag abgelöst. Ab jetzt gibt es nur noch das Nexus 9 in der oberen Preisklasse. Was es so zu bieten hat, finden wir jetzt heraus. Die technischen Daten. Das Nexus 9 ist 22,8 cm hoch, 15,4 cm breit und 7,9 mm tief. Das Tablet wiegt in der Wi-Fi-Only-Version 425 Gramm und bietet ein 8,9 Zoll großes IPS-LCD-Display mit einer Auflösung von 2048x1536 Pixeln. Unter dem Gehäuse arbeitet ein 2,3 GHz Nvidia Tegra K1 Dual-Core-Prozessor, welcher von 2 GB Arbeitsspeicher unterstützt wird. Für Daten und Anwendungen stehen jeweils 16 oder 32 GB interner Speicher zur Verfügung, der jedoch nicht erweitert werden kann. Das Nexus 9 bietet uns ein schlichtes, aber angenehmes Design. Bis auf die gläserne Front besteht das Tablet ausschließlich aus Kunststoff. Hält man das Gerät eine Weile in der Hand, bemerkt man recht schnell das Gewicht von 425 Gramm. Damit zählt das Nexus 9 nicht zu den leichtesten Vertretern seiner Art. Zudem ist unser Testgerät mit knapp 8 mm Tiefe auch etwas wuchtiger als so manche Konkurrenzprodukte. Die Rückseite ist gummiert und damit rutschfest. Gibt man ein wenig Druck mit den Fingern auf den rückseitigen Deckel, lässt sich dieser recht schnell eindrücken. Zudem gibt das Gerät auch knarzende Geräusche von sich. So richtig überzeugt uns das nicht. Schade. Das Display ist 8,9 Zoll groß und löst mit 2048x1536 Pixeln auf. Die Pixeldichte beträgt damit 288 ppi, was für ein Tablet dieser Größe schon sehr gut ist. Pixel sind bei ganz naher Betrachtung zwar noch zu sehen, prinzipiell wird aber alles sehr schön scharf und knackig dargestellt. Die maximale Helligkeit beträgt 430 Candela pro Quadratmeter, was ein sehr guter Wert ist. Damit lässt sich das Tablet auch an sonnigen Tagen optimal nutzen. Farb- und Kontrastwerte sind durchschnittlich bis gut. Die Blickwinkelstabilität ist dank IPS ausgezeichnet. Ein Manko gibt es aber noch. Der Bildschirm leidet am sogenannten Clouding oder zu Deutsch an Lichthöfen. Das heißt, dass das Display vor allem an den Rändern nicht gleichmäßig ausleuchtet. Beim Nexus 9 ist dieser Effekt besonders stark zu beobachten, was in der Preiskategorie eigentlich nicht passieren darf. Für die Leistung sorgt ein Nvidia Tegra K1 mit 2 Kernen a 2,3 GHz und einer 64-Bit-Architektur. Da es sich um einen der modernsten Prozessoren handelt, ist die Leistung auch dementsprechend hoch. Das Tablet läuft in sämtlichen Situationen absolut flüssig. Selbst grafikhungrige Spiele werden dank der überragenden Kepler-GPU sauber und ruckelfrei ausgeführt. Die verbauten 2 GB RAM hätte man ruhig um 1 GB erweitern können. Ansonsten haben wir nichts zu meckern. Daumen hoch! Das Nexus 9 ist das erste Tablet mit dem brandneuen Android 5.0. Das auch unter dem Beinamen Lollipop bekannte OS bietet uns zunächst ein neues Design, welches vor allem die Übersichtlichkeit deutlich verbessert. Daneben hält das neue Betriebssystem aber auch eine Menge an neuen Features für uns bereit. So kann man mehrere Nutzerkonten direkt im Lockscreen auswählen oder erstellen. Daneben hat man auch die Taschenlampenfunktion fest integriert. Außerdem verspricht Google, dass das neue Android 5.0 besser mit der verbauten Hardware zusammenarbeitet und somit noch flüssiger läuft. Finden wir klasse. Dass der Speicher nicht erweiterbar ist, kann durchaus bemängelt werden. Wir empfehlen daher, gleich auf die 32 GB Version zu setzen, welche auch ein LTE-Modul an Bord hat. Ansonsten ist in Sachen Konnektivität alles zu finden, was man braucht. So haben wir WLAN, Bluetooth 4.1 und NFC. Daumen hoch! Der Akku fasst 6700 mAh und verspricht laut Hersteller eine Betriebslaufzeit von 9,5 Stunden. Sofern man die Displayhelligkeit ein wenig reduziert, kann dieser Wert tatsächlich erreicht werden. Zwischen 9 und 10 Stunden kann man mit dem Tablet im WLAN surfen oder Videos ansehen, was ein sehr guter Wert ist. Sehr gut gemacht. Unser Fazit: Das neue Nexus 9 wird es schwer haben, an die Erfolgsgeschichte des Nexus 7 anzuknüpfen. Denn trotz des relativ hohen Preises gibt es im Bereich der Verarbeitung sowie in Bezug auf den Bildschirm spürbare Mängel. Schade,
Denn sowohl die Leistung als auch die Software und Akkulaufzeit haben uns sehr überzeugt. Wir geben abschließend 3,5 von 5 Cyberstars.